Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Der Droide verlassen irgendwo im Nirgendwo. Ja, genau. Wir sind hier wieder in WoW Classic unterwegs mit unserem kleinen weißbärtigen, weißhaarigen Droiden Memo Attack. Und wir wollen versuchen, die Welt zu befreien. Frage ist nur, werden wir es schaffen, die Welt zu befreien? Oder wird sie vorher befreit, bevor wir sie befreien können? Oder können wir es nie schaffen, sie zu befreien? Das sind natürlich alles Fragen, die wir leider nicht beantworten können. Wir werden uns jetzt erstmal unsere nächste Aufgabe suchen. Wird eine Aufgabe? Ich weiß nicht, ob Aufgabe. Oh, ich mein Dings hat gar nicht geladen. Verdammt noch. Oh, hier gibt's schon mal. Mein Dings hat gar nicht geladen. Mein schönes Questi. Einfach so, verschwunden, kaputt. Auf Wiedersehen. Natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Wir haben hier Addons. Kann nur auf Anfrage geladen werden. Das ist ja klar. Möchte bitte alle aktivieren, neu laden. Sonst finde ich doch niemals aus dem Wald zurück. Doch hier, guckt. Auf jeden Fall sehe ich schon mal eine Quest. Ah, danke schön. Es ist da. Wunderbar. Wir können weiterspielen. Juhu. So. Die Straße nach Danassus. Let's go. Ein schöner Tag in Dolanar. Die Sonne scheint sich mal wieder nicht durch die Bäume durch. Und da kommt eine Patrouille mit Tigern. Hallo. Ich bin geehrt. Amara, die Mondpriesterin. Die Straße nach Danassus muss sicher bleiben. Reisende, die von Dolanar nach Danassus fuhren, haben von ruchlosen Angriffen der verderbten Fuhrbergs des Knarzklauen-Stammes berichtet. Jeden Tag gelangen auf diesem Weg wichtige Nachrichten und auch Waren von und nach Danassus. Es darf eigentlich nicht sein, dass eine schurkische Bande von Heiden alle terrorisiert. Droide, bewaffnet euch im Namen des Heiligen Waldes. Ihr Bau liegt irgendwo unterhalb der Position. Erschlagt 6 Wegelagerer der Knarzklauen und berichtet mir dann. Amara, nichts lieber als das würde ich für dich tun. Müssen wir da hin? Ach da, okay. Gut, wir müssen da noch ein bisschen laufen. Es tut mir leid. War eigentlich ein bisschen Ton? Ja, Ton ist da. Wenn kein Ton ist, bitte beschwert euch unten in die Kommentare. Ich werde es dann an die Tonabteilung weitergeben. Aktuell sind wir was? Level 8. Also wir haben es noch ein bisschen vor uns, dass wir überhaupt daran denken könnten, dass wir irgendwann mal ein Reittier haben. Ich denke, da müssen wir noch eine Weile warten. Okay. Also hier in dem Gebiet sollen sich irgendwo die Knarzklauen aufhalten. Die Wegelagerer der Knarzklauer. Wir müssen erstmal kurz dies machen. Das Mal der Wildnis ist ganz wichtig. Leider haben wir immer so viel. Das ist einfach schlimm. Mein Mana verschwindet wie einer, der sein Bierchen auf Ex sauft. Kann man so sagen. Okay, wir setzen uns mal kurz hin. Was haben wir noch? Okay, wir haben nur noch 5 Getränke. Mensch, ich bin ja mal wieder richtig vorbereitet heute. Ja, der absolute Wahnsinn. Ja, hier war schon jemand. War schon jemand. Das Lager der Wegelagerer. So, unser Mana ist schon wieder alle. Und jetzt heißt es nur noch, lasst uns mit den Stöcken schlagen. Und ja, nicht mit mir, da brauchst du nicht wegrennen.
Juhu! So, Level 9. Na, das läuft doch. So. Naja, wenigstens jetzt das Mana nicht so. Die Hälfte haben wir jetzt verbraucht. Aber ich denke mal, damit kann ich schon mal leben. Ja, du Schurke. Ich werde dir mit meinem Stock eine über die Rübe ziehen. Zack. Doch jetzt muss ich erstmal trinken. Mir durstet so sehr, dass ich meinen Krug raushole und mir mein erfrischendes Quellwasser reinziehen werde. So, einen noch, dann haben wir die Aufgabe auch beendet. Ging auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller. Ich glaube auch, wenn mich nichts täuscht, seitdem PC draußen ist, hatten die, glaube ich, gesagt, dass die haben das EP angezogen. Also, dass man schneller halt von Stufe 1 auf, ich glaube, 30 oder 40 levelt irgendwie. Oder bis auf 60, ich weiß es nicht mehr. Guck mal, hier hinten haben wir noch eine Aufgabe. Rabenkrallen-Talisman. Wollen wir da mal hingehen? Mitten im Wald ist hier einfach irgendwie so ein Gebäude versteckt. Ah, guckt euch das Symbol an. Das ist die Tatze eines Bären. Bestimmt hat irgendwas mit den Knarzklauen zu tun. Aber ich dachte, da hinten ist eine Treppe, aber ich habe mich geirrt. Kann man da reingehen? Gucken. Hallo. Grabhügel von Ban Ezil. Geht hier in den Keller. Ich glaube, da gehen wir mal lieber. Doch, wir müssen da rein. Wir müssen Tatsache da rein. Aha. Hier oben. Unten wird sich irgendwo der Talisman verbergen. Sehr interessant. Ah, die sind schon alle tot. Kann jetzt natürlich gut oder schlecht für mich sein, doch ist besser. Muss sie nicht töten. Wenn ich mich beeile, komme ich sogar auch noch raus, bevor alle tot, bevor alle wieder respawned sind. Wollte ich damit sagen. Oppo, oppo, oppo. Da hinten war. Ramponierte Truhe. Nein, 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 nein. Naja, ich kann mich etwas an diese Weste erinnern. Man könnte schon fast sagen, sie ist gar nicht machbar alleine. Weil man, glaube ich, in jeden Raum hier rein muss. Wird schwierig, Leute. Mal gucken. Halt. Als wenn ich mir das gedacht habe. Sag zu. Los. Ob wir es hinkriegen? Es wird ein spannender Kampf. Wetten sind jetzt offen. Jeder kann jetzt wetten. Werde ich es schaffen, werde ich es nicht schaffen. Eine Heilerklasse ist eine gute Klasse. Auf jeden Fall bei Classic sieht das auf jeden Fall. Doch, es sieht gut aus, wir schaffen es. Ich denke. Nein, nicht wegrennen. Bleib hier.
Du Knarzklaue. Das kann ich laufen. So, wir gucken jetzt mal hier rein, was hier los ist. Ah, schaut. Oh, super. Aber ich glaube, das war nicht alles, so wie das aussieht, oder? Was muss man hier machen? Schwarzer Federkiel. Ach du Scheiße. Inventar ist voll. Nein. Bitte nicht. Das war welche Taste? B. Dazu sagen. Das ist, wenn die Taschen voll sind. Also, doch, wie ich schon vermutet habe, wir müssen doch in ein paar Sachen hier reingehen. Ja, leider. Los, schlag zu. So. In dem Raum müssten wir jetzt tatsächlich auch eine Truhe finden. Tatsächlich gut. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass in einer von diesen Räumen war, glaube ich, noch ein Elite-Gegner. Also ja. Da ist er. Gut, der ist zwar nicht Elite, aber... Uff, das ist ein Heiler. Das gibt's nicht. Komm, zeig, was dein Stab kann. Juhu, er hatte einmal erfrischendes Quellwasser bei. Oh, das, was wir brauchen. Um uns erstmal hinzusetzen und in Ruhe ein Schlückchen zu nehmen. Okay, der Gang ist noch tiefer. Wir müssen jetzt da unten rein. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich jetzt hier runterspringe. Ich muss es trotzdem machen. Nein, nein! Komm, schlag zu! Oh. Und der andere? Bevor ich komme mit Level 10, kann ich Wurzeln machen. Was ich unbedingt brauche. Ich muss unbedingt Wurzeln können. Okay, ich habe jetzt nur noch einmal Quellwasser danach. Danach ist für mich Feierabend. Ich hoffe, dass ich jetzt auch den richtigen Weg gehe. Das wäre schade, wenn ich jetzt in die falsche Richtung laufen würde. Bye.
Sind so überaus viele Gegner hier. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal ins Dorf komme, muss ich mein ganzes Gold, was ich habe, dafür investieren, dass ich richtig viele Quellwassergeschichten habe. Aber ich muss halt anfangen, meinen Beruf besser zu machen, damit ich mir vielleicht eventuell selber sowas herstellen kann. Macht natürlich auch Sinn. Hat echt wirklich gar keiner was zu saufen bei. Hier was zu saufen? Was mir irgendwie wieder, nein. Leider nicht. Das ist sehr schade. Und es sind noch so viele hier unterwegs. Unglaublich. Ich muss hier in die Ecke. Ich muss sterben. Guckt euch an. Hier wäre sie. Es ist für mich nicht machbar. Dafür braucht man als safe eine Gruppe. Das geht alleine überhaupt gar nicht klar. Bin tot. Schade. Muss auf die Uhr gucken. Oh, das Let's Play ist schon wieder rum. Danke, dass du zugeschaut hast. Und ja. Wir machen einfach beim nächsten Mal weiter, denke ich. Bis dann. Tschüss.